Vor einem Gig im Bronco Bowl von Dallas, Texas, kam eine Blondine und eine Brünette in Spandexhosen und trägerlosen Oberteilen in den Backstage-Bereich getaumelt und verkündeten, sie wollten es sich von der ganzen Band besorgen lassen. Entweder Vince oder ich kam auf die großartige Idee, ihnen zu sagen, wenn sie das wollten, müssten sie sich die Ehre sozusagen verdienen. Wir nahmen eine Flasche Champagner von dem Buffet, das man für uns aufgebaut hatte, und sagten der Brünetten, wenn sie uns ficken wollte, dann müsste sie sich hier, mitten im Raum, die Flasche reinschieben. Wenn du nicht auf der Pulle sitzt, wenn wir wiederkommen, dann kannst du die Band nicht vögeln, sagte Vince, als wir für unseren Auftritt auf die Bühne gingen. Nach der Show war sie noch da, mitten im Raum, auf der Pulle. Als wir beim Hotel angekommen waren, erklärten wir den Mädchen, sie müssten von nun an nackt bleiben. Wir nahmen den Fahrstuhl zu Vince und Tommys Zimmer, wo wir uns so langsam betranken und auf blöde Gedanken kamen. Die Blonde saß mit weit geöffneten Beinen auf dem Bett und das brachte uns auf ein paar unkonventionelle Ideen. Wie wär's mit dem verfickten Telefon, schlug irgendjemand vor. Wahrscheinlich ich. Wir nahmen den Hörer ab und friemelten ihn rein, bis nur noch die Sprechmuschel hervorsah. Das Mädchen lachte die ganze Zeit und stöhnte gelegentlich, entweder weil sie das erregte oder weil sie uns das zumindest glauben lassen wollte. »Ich habe Hunger«, brummte Mick, der gelangweilt in einem Sessel saß und zusah. Erst wimmelten wir ihn ab, überlegten dann aber, dass vielleicht ein Kompromiss möglich wäre. Ich wählte die Nummer des Zimmerservice und plötzlich ertönte eine dumpfe Stimme zwischen den Beinen der Blonden. »Zimmerservice? Sie wünschen?« Ich beugte mich nach vorn und sprach unsere Bestellung in den Schoß des Mädchens. Die Brünette fing an zu lachen. Vince, dem dazu etwas einfiel, drehte sich plötzlich zu ihr um. »Was gibt's denn hier zu lachen?« Sie hielt inne und starrte ihn mit leerem Blick an. »Weiß deine Mutter, wo du bist?« fragte Vince. »Nein«, antwortete das Mädchen. »Meinst du nicht, dass sie sich Sorgen macht?« »Kann sein, ich weiß nicht.« »Vielleicht solltest du sie anrufen.« Uns begann zu dämmern, welche Teufelei Vince im Schilde führte. »Wie ist denn ihre Nummer?« Das Mädchen nannte sie und Vince wählte. Ihre Mutter ging an den Apparat und die Brünette beugte sich über die gespreizten Beine ihrer Freundin. »Hi, Mom, ich wollte nur sagen, dass ich bald nach Hause komme. Ich bin gerade bei Sherry, okay? Danke.« In dieser Nacht verloren wir nicht nur den Respekt vor dem Mädchen, sondern auch vor uns selbst.